Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und ja, was wir heute bauen werden, das werde ich euch gleich zeigen. Und dieses Haus haben wir im letzten Tutorial gebaut. Und falls ihr euch angucken wollt, wie ich das gebaut habe, zum Schluss werde ich euch das Video verlinken. Und ja, ich fliege jetzt mal fix rüber zu dem, was wir heute bauen werden. Und zwar, wie angekündigt, werde ich das mit dem Bunker machen. Und ja. Ich habe hier mal schon mal vorgebaut, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und man stellt sich dann hier oben auf den Block drauf. Und dann drückt man den Knopf und dann... Ah, den Elytra muss ich mal kurz ausziehen. Der nervt gerade ein wenig. Ja, dann ist man hier unten. Und wenn man hoch will, drückt man hier unten auf den Knopf. Und dann wird man hochgeschossen. Und genau in dem Moment bleibt man dann halt oben stehen. So, mal so, zack. Bleibt mal unten drin und ja, wie ihr das baut, also das wird dann der Eingang des Bunkers. Und wie ihr das baut, das zeige ich euch gleich. Und diese Blöcke hier, das sind Hilfsblöcke. Die könnt ihr, da könnt ihr Blöcke nehmen, wie ihr wollt. Diesen Block könnt ihr auch Block nehmen, eurer Wahl. Ich rate euch bloß, dass er sich leicht unterscheidet von den äußeren Blöcken dann, weil manchmal vergisst man einfach, wo das dann, wo man dann den Eingang hatte. Und ja, also wie gesagt, die Blöcke, da könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Bei den anderen, da, die braucht ihr dann. Die Knöpfe, da könnt ihr auch nehmen, welche ihr wollt, aber bei dem Laub auch, was welche Laubart ihr wollt, aber sonst muss das gleich bleiben. So, ich ziehe mal schnell rüber so eine Leine hier und das wird abbauen. Und ja, dann haben wir hier, machen wir uns mal ein 3x3 Podest, wo dann nehmen wir uns mal, machen wir so hier einfach, zack, nehmen wir uns jetzt den klebrigen Kolben. Ich hab, muss mich kurz richtigen, 4x3 Podest. Setzen den klebrigen Kolben hier hin. Und das ist dann der Block, wo wir dann, der dann weggezogen wird. Dann, ich baue das mal genauso wie da drüben, damit ich besser abgucken kann, falls ich was vergesse. Dann nehmen wir hier den Block und setzen ihn hier hin und holen uns mal, hier müssen wir Birken Holz, dann nehmen wir uns noch eine Fackel, Redstone Fackel und Redstone Staub. Jetzt machen wir schnell Tag. Zack. Dann setze ich hier oben den Knopf hin. Mache ich hier so, dass drei, also zwei Blöcke nach unten. Den Block, dann könnt ihr dann wegmachen. Und hier setze ich ein Redstone Staub drauf. Setze ich hier eine Fackel dran. Und hier unten kommt dann Block hin. Den braucht ihr nicht unbedingt. Den könnt ihr wegmachen. Aber hier müssen zwei Blöcke hin. Und dann könnt ihr hier Redstone drauflegen. Dann ziehen wir hier so ein bisschen nach unten. So, zeige ich euch hier drüben nochmal. So eins nach unten. Dann kommt da wieder ein Block hin. So, also so. Hier kommt dann ein Redstone hin. Und hier an diesem Block kommt an diese Seite hier eine Fackel. Die ist dann aus. Und oben auf die Fackel drauf, ja, na, kommt dann noch ein Block. Und auf diesen Block kommt wieder eine Redstone-Fackel. Diese Redstone-Fackel sorgt dann dafür, dass das zu ist. Und jetzt haben wir hier schon den Mechanismus, dass wir, dass es aufgeht und wir runterfallen. Soweit, so gut. Dann wollen wir natürlich, dass wenn wir runterfallen, dass wir dann auch wieder hoch können. Da baue ich dann mal, wie viel habe ich jetzt? So, dann haben wir das hier so. Und dann gucken wir hier. Hier fallen wir runter. Und wie viele Blöcke muss ich dann nach unten gehen? 4 Blöcke. Okay.
Also das sind jetzt drei und das ist der vierte Block. Da unten kommt dann schon mal ein. Na, gibt's denn den? Ja, Schleim. Schleimblock. Den setzen wir hier hin. Und unten drunter kommt dann so ein klebriger Kolben. Dann setzen wir den klebrigen Kolben, müssen wir natürlich ansteuern. Das zeige ich euch hier drüben nochmal kurz. Da kommt dann hier unten wieder eine Redstone-Fackel hin. Und hier einen Block hin, der dann durch den hier gepowert wird. Den schnappe ich mir mal. Schnell. Und ja, der wird halt so, den könnt ihr auch von meinetwegen dieser Seite hier powern oder so. Da müsst ihr bloß gucken, wie das hier dann die Kabel weiter verlegt. Und ja. Das ist dann hier. Und hier. Den mache ich auf 1, 2, 4 Ticks. Also dreimal drauf mit rechts drauf tippen. Und dann sitzt hier noch so 1, 2, 3, 4 Blöcke ist sind das hier dann insgesamt. Und auf diesem Block hier kommt da wieder so einer mit wieder auf volle Stufe. Und dadurch dieses Redstone bepowert diesen Block und dieser Block leitet das Signal weiter an diesen. Dieser sendet das Signal an diesen Block und dadurch wird dann die Redstone-Fackel ausgeschaltet, bis sie dann unten ist. Denn wir schließen das dann noch hier drüben, dann kommt dann noch eine Redstone-Fackel hin und wir schließen das dann an diesen Knopf hier dran. Und setzen wir das so hier. Und nee. Hier kommt dann ein Block hin für so schräg. Setze ich da eine Fackel dran und das Ganze wird aktiviert. Die Fackel geht aus und der Kolben geht runter. So. Dann gehe ich hier hin und gehe hier so einen Block nach oben. Hier kommt ein Redstone-Staub hin und hier auch. Dann gehe ich hier drüben hin, setze für so noch einen Block hin und ist es richtig? Ja, da kommt da auch noch ein Stopp drauf und hier nochmal rüber und hoch und hier kommt auch noch einer drauf. Dann holen wir uns eine, ganz wichtig, es muss eine Stufe, eine also eine Stufe sein. Ihr könnt auch wieder Stufe eurer Wahl nehmen, es muss eine Stufe auf jeden Fall sein. Und die setzt ihr dann hier dran. Und dann setzt ihr hier oben wieder ein Redstone drauf. So, dann haben wir das, dann muss das so aussehen wie hier drüben. Oder halt wie hier. So. Und wenn wir, das müssen wir dann mit einem Knopf verbinden. Wie habe ich das gemacht? Da, so, okay. Also. Hier ist ein Block dran. Hier ein Knopf dran. Gut. Dann geht's weiter. Hier ist jetzt noch ein Block unten dran. Und hier, ganz wichtig, keinen Block hin, keinen normalen Block hinsetzen. Es muss ein Laubblock sein, denn Laubblöcke können nicht von Schleim verschoben werden. Dann setze ich auch noch einen dran und hier. Dann setze ich hier noch was dran. Also an die Seite 1, an die Seite 1, dann hier 2 hoch und da auch. Und hier mache ich dann wieder eine Wand hin. So, dass ihr das dann da hinten nicht seht, sehen. Dann könnt, und das könnt ihr eigentlich dann bis ganz hoch ziehen. Und ich habe es jetzt bloß mal offen gelassen. Ich kann das hier, ich mache das mal schnell so nach oben, damit wir das andere nicht sehen. Und jetzt geht das da oben auf. Und das hier unten geht auch schon. Zack. So. Dann war es das eigentlich auch schon. Ich guck mal schnell, ob ich nichts vergessen habe. Und tatsächlich, ich habe nichts vergessen. So, das war's von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch sehr weitergeholfen. Denn ich finde, das ist ein cooler Eingang. Und das könnt ihr ganz leicht an den Berg bauen, indem ihr dann das hier halt so versteckt dann noch, und das hier dann der Berg ist. Und ja. Also,
falls ich das jetzt so schnell gemacht habe, und ihr nicht weitergekommen seid, ihr könnt das Video natürlich auch anhalten oder die Geschwindigkeit langsamer stellen. Und dass hier unten, ja, wie gesagt, kommt dann hier so eine Plattform hin. Und dass die Redstone, denkt dran, die Redstone-Schaltungen immer schön ausleuchten. Denn sonst können Creeper oder andere Monster drin spawnen. Und wenn man dann halt bei den Creepern in der Nähe ist und die explodieren, das ist nicht sehr schön. Denn dann ist die komplette Schaltung futsch. Ja, das war's von meiner Seite aus. Würde ich sagen, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen, hat euch sehr weitergeholfen. Mal gucken. Ich denke mal, morgen kommt das nächste Tutorial raus. Lasst euch überraschen, was ich da euch zeigen werde. Und ja, würde ich sagen, war's das und ciao, bis zum nächsten Mal, ne?